Ich kann mich noch erinnern, subhanallah, an dem einen Tag, das schien vielleicht ein finsterer Tag zu werden, aber alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala hat alles gut gemacht, als wir unseren Sohn Anas bekommen haben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala alle unsere Kinder rechtschaffen machen. Und es war so ungefähr gegen 3, 4 Uhr morgens. Ich habe mir schon eine Chipstüte mitgenommen, weil ihr wisst, die Kinder kommen meistens in der Nacht. Eigentlich müssten wir sie Cappuccino nennen, weil sie uns die ganze Nacht wach halten. Auf jeden Fall hieß es dann, seine Nabelschnur hat sich um seinen Hals gewickelt. Er hat abfallende Herztöne gehabt. Jetzt ging es um Sekunden. Und zu diesem Zeitpunkt, ich sage, ja Allah, ja Rabb, ja Rahman, lasse mir dieses Kind. Und ich bitte Allah, wallah, ich habe mich gefühlt wie ein Heuchler. Ich sage, subhanallah, jetzt wo du Allah brauchst, bittest du ihn. Wo bittest du ihn außer dieser Stelle? Was machst du für ihn außer an dieser Stelle? Und hier sollten wir in uns zurückkehren, liebe Geschwister, dass wir sehen, wir wollen keine Heuchler sein. Wir wollen das Maximalste machen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann ist es überhaupt kein Problem, dass du Allah bittest, um was du willst. Aber dass du Allah einfach bittest und du tust nichts für ihn. Da muss man sich wie ein Heuchler vorkommen. Ya dhakir al-ashab, kum mutadiban.